Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück zu Echo Generation und wir befinden uns jetzt wieder in der Stadt, denn wir müssen uns noch so einen neuen Tee machen, wir haben diesen Tee hier von dem Schreiber bekommen und den machen wir uns jetzt, wenn wir hier reingehen ins Teehaus. Hallöchen. Yes, gerne. Und dann können wir uns da hinten nämlich einen Tee machen. Yes, mach mal. So. Und diesen Tee können wir doch den Dumont bringen. Meine ich. Der freut sich auf jeden Fall darüber. Und wenn er den bekommt, dann sollte er endlich mal wieder mit uns reden, oder? Hoffe ich zumindest. Ich habe irgendwie im Kopf, dass er meinte, er bräuchte so einen Tee. Weiß es aber nicht mehr. Vielleicht bin ich auch wieder verkehrt. Wir schauen einfach mal. Raus hier. Los geht's. So gechillte Musik hier, ne? Dieser Grafikstil ist einfach der Hammer, finde ich. Ich kann diesen Pixelgrafik eigentlich nicht mehr sehen, aber dieses mit Voxelgrafik ist wieder was anderes. Das sieht irgendwie lässig aus. Oder? Finde ich. Falscher Weg. Halt, wir sind verkehrt. Bin doch gerade direkt dran vorbeigelaufen, ich Depp. Frag mich nicht, warum ich so bräsig bin. So. Oh nein, ich hab's wieder verkehrt vermasselt. Ich glaube, wir müssen den Tee wahrscheinlich wieder abgeben, da wir ihr bis wir wieder einen Geschmack haben. Hab ich das echt so? Irgendwas wollte der doch haben, der Dumont. Bloß, was wollte der da haben, der Heidi? Was wollte der nochmal haben, Leute? Was wollte der nochmal haben? Ich weiß das nicht mehr. Wir brauchen ja eine Erlaubnis von ihm. Wie mir denn? Ich geh nochmal hier rein. Vielleicht können wir die Tante da nochmal überzeugen. Dass vielleicht will sie von unserem anderen Geschmacksrichtungstee haben. Pass mal auf. Ja. Hello. Hi. Wo ist das Croissant her? Hier ist ein S'more Bubble Tea. Oh, ich hab den nie gesehen. Ist der für mich? Ja. Ich gebe euch mehr von meinen. Damit könnt ihr eure Skillpoints erhöhen. Was ist es? Tipp 2? Wenn du dich müde fühlst, ist es wichtig, Pausen zu machen. Boah, ich glaube, ich bin viel stärker geworden. Okay. Wir sind wieder stärker geworden. Okay, das war's dann nicht. Die Frage, wie wir weiterkommen, ne? Ja, hier, hallo? Also ich, hier in der Bibliothek zum Beispiel, da haben wir ja dieses Buch da reingetan. Das Buch können wir nicht kaufen hier, also viel Geld haben wir nicht. Klass, die Kohle hatte ich. Okay. Und sie, können wir da nicht aufhören, ne? Hier sagt sie immer, dass der Manager anrufen soll. Bis er sich melden soll. Warte mal. Also das Buch für Mutti haben wir, aber... Es gab doch ein Telefon in der Schule. Können wir von der Telefon... Muss ich vielleicht die Telefonnummer erstmal haben von dem... Von dem Buchshop wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal, ob wir hier eine Telefonnummer finden hier drin. Können wir auch irgendwas mit dem Bär machen. Also sie kriegen wir hier nicht raus. Aber wir haben diesen Bären noch eingesammelt. Gehen wir kurz rüber in diesen Comic-Shop. Vielleicht können wir den Comic-Heini diesen Bären andrehen. Nein. Okay, können wir nicht kaufen. Den haben wir nicht. Ach, wir kriegen es umsonst. Wie cool ist das denn?
kriegen es umsonst, weil wir nicht das Geld haben. Okay. Das ist ja cool. Oh, ist auch noch eine Puppe. Okay, das ist natürlich cool. Das hätten wir ja auch vorher wissen müssen. Okay, jetzt haben wir zwar auch noch das da. Das sind wahrscheinlich eher so Deko-Sachen für das Baumhaus. Das testen wir auch nochmal. Also lass uns einmal in die Schule gehen und gucken, ob wir da anrufen können. Weil da ist ein Telefon. Und die sagt ja irgendwas von wegen, ich möchte gerne telefonieren oder so. Wer weiß, ob das nicht funktioniert. Wenn nicht, dann nicht, ne? Wir testen es aber mal. Dafür müssen wir nur in das Zimmer vom Direktor. Der kann uns ja eh nicht mehr überraschen. Ah, das eklige Viech da. So, pass mal auf. Wo war denn das Telefon? Wo war denn das? War das nicht hier das Telefon? Da ist das Telefon. Da. To Karl Bogtarium, siehst du? Machen wir mal. Ah, gucken. Hallo? Hallo? Wer ist da? Hier ist der Manager, der spricht. Oh, was kann ich für Sie tun? Ich bin hart am Arbeiten hier, wegen all den Kunden. Lügner! Ich habe was gehört, dass der Buchzug nicht mehr läuft. Oh, doch, der läuft eigentlich noch. Ich werde mich darum kümmern. Okay, ich komme mal rum und check es selbst aus in dem Bürger. Oh ja, wann wirst du denn ungefähr da sein? Ich sehe dich bald. Welche Uhrzeit kommst du? Psst. Das? Da hätte ich nicht mehr gedacht, das ist doch so. Wir sind ja nicht ganz dumm, ne? Wir sind ja nicht ganz dumm. Wir haben ja viele Point and Click Adventures damals gespielt, so wie Monkey Island, Indiana Jones. Ist ja doch alles ein bisschen ähnlich. Da geht's rein. So, wieder raus. Jetzt wieder in den Buchshop rein. Das ist hier bestimmt hart am Arbeiten und wir können ein paar Sachen klauen. Das sind die Sachen, die wir brauchen. So. So, guck mal, wie hart sie jetzt arbeitet, die Buchtante. Bin gespannt. Ach, guck mal, sie ist ja voll am Arbeiten. Können wir das Buch jetzt weg hier nehmen? Wir klauen es. Jetzt haben wir das Buch endlich. Womit Dumont seinen Kram reparieren kann. Oh, das klauen wir auch gleich mit hier. Okay. Die Tyrannosaurus können wir auch mitnehmen. Wie cool ist das denn? So, ich glaube, mehr Sachen gibt es hier gar nicht. Wir hätten wahrscheinlich das Buch da hinten auch klauen können für Mori. Das haben wir jetzt aber Geld ausgegeben. Cool, jetzt haben wir es endlich. Ich freue mich, dass es jetzt so rund läuft. So, zurück. Yes. Zurück in die Ortschaft. Wie geil ist das denn? Das ist schon ganz schön. Also heute reißen wir richtig viel hier. Aber richtig viel. So. Als erstes. Wir können mal ins Baumhaus gehen, wir können mal ins Baumhaus schmücken. Vielleicht kriegen wir noch ordentlich Sachen dafür. Das machen wir als erstes, bevor wir zu dem Mr. Dumont gehen. So, passt mal auf. Okay. Hier können wir was hin tun. Da kann auch was hin. Da kommt die Bärstatue hin. Haben wir noch mehr Sachen, die wir irgendwie packen können? Warte, gucken, ob wir noch mehr finden hier. Ja, ist alles nicht so wichtig. Hier, das ist ein Brettspiel. Können wir hier noch mehr hinpacken? Genau? Wir haben ja so ein paar Sachen noch übrig, ne? Wir haben ja noch hier Alien Cutout und Superhero Cutout.
reden wir mit ihr, was wir kriegen. Hier. Wie kriegst du das hier jetzt davon? Okay. Und das kriegen wir noch. Mehr haben wir nicht, ne? Wir haben ja noch ein paar Sachen da. Ich weiß, die kann man bloß nicht hinstellen, leider. Hätte ich gerne noch ein paar Sachen hingestellt, aber das geht leider nicht. Was macht diese Actionfigur? Nichts. Wir können sie nur sammeln. Oh, toll. Ah, warte. Er hört uns sowieso nicht, ne? Genau. Wir gehen noch nach oben. Nein, 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 nein. Ach, nein, egal. So, gehen wir zu Mr. Dumont. Und der kann jetzt endlich das Teil da reparieren. Wir haben ja auch alle Sachen zusammen eigentlich. Sollte ja funktionieren jetzt. Hoffe ich zumindest. Dort. So, jetzt müssen wir uns reden können. Geht weg! Hey, Mr. Byrne, wir haben das Reparierbuch fürs BC-22. Was? Ich muss in Kontakt treten mit den Aliens. Ich lasse euch rein, wenn ihr mir das Buch gebt. Klar. Alright. Ihr kommt rein in meine geheime Trailerbasis. So. Kommt jetzt mal alles in hier. Da ist er. Reden wir erstmal mit ihm. Oh, hey, der Schansen. Wenn du mir das Buch geben könntest? Klar, hier. Danke, damit würde ich es reparieren können. Das gehört hierhin. Funktioniert das? Oh. Ich brauche immer noch eine Vakuumtube. Was? Ja, so eine brauchen wir. Die finden wir bestimmt hinten im, auf dem Schrottplatz. Ich sag euch was, wenn ihr mir diese Vakuumtube, diese Sicherung gebt, dann bekommt ihr vollen Zutritt zu meiner geheimen Kabine im Wald. Okay. Wir haben eine Vakuumtube. Ha, gibt's, gibt's hier rüber. Bitteschön. Oh, jetzt geht's hier hin und das geht dahin. Und läuft es jetzt? Noch eine Minute. Ich habe ein Signal. Es ist eine unbekannte Aktivität im Solarsystem. Aliens? Ja, ich wusste es. Könnten es ja auch einfach so intergalaktische Interferenzen sein? Die Aliens kommen. Der Schansen, das ist groß. Ich muss mich weiter untersuchen. Wahrscheinlich eher von meinem geheimen Labor in den Wäldern. Ich muss noch ein paar Sachen und dann treffen wir uns da. Okay, wir gucken mal, ob wir hier noch was finden bei ihm. Diese weggehen und lassen. Da. Wir brauchen einen Cabinet Key, den finden wir wahrscheinlich im Cabinet. Also in der Hütte. Okay, dann laufen wir jetzt nochmal in den Wald rein, würde ich sagen. Ab in den Wald. Natürlich auch ein kürzerer Weg im Wald, aber jetzt nehmen wir den. Und wir haben ja auch schon die Tür geöffnet hin zum FTL-Labor. Das heißt ein FST-Labor, Entschuldigung. Da können wir natürlich auch nochmal hinleiern. Ich finde die Stimmung hier total cool in diesem Friedhof. Also, in der Grafik eigentlich. Ja, Mann. Ach, oh, Gesundheit hier, Leute. So, hoch da. Das ist mal der Typ, der sich freut, dass er uns auf irgendeine blöde Weise hintergangen hat, beziehungsweise nicht hintergangen hat, sondern ausgetrickst hat, was er natürlich nicht hat. Gucken wir mal. Da sitzt er ja schon. Können wir mit ihm reden? Der Schansen. Gerade zur richtigen Zeit. Ich habe das Signal geortet. Ich schicke denen die Koordinaten. Ich schicke denen die Koordinaten für meine geheime Hütte hier. Die Aliens kommen direkt hierher? Großartig. Ein Problem haben wir noch.
ich muss das Signal aufsetzen. Als erstes, was brauchst du? Als erstes brauche ich Strom von meinem Generator neben der Hütte. Hat wahrscheinlich kein Benzin mehr, so ihr müsst irgendwas aus dem Truck rausholen, okay? Sicher. Du musst die Antenne auf dem Dach wieder heile machen. Und du musst den Computer neu rebooten drinnen. Gut, machen wir. Wenn du fertig bist, komm zurück zu mir und ich gebe dir die Daten. Okay, gut. Gucken wir mal. Also, wir können erstmal Benzin hier rausholen. Dann können wir hier Benzin reintun. Dann läuft die Antenne oben, haben wir ja schon heile gemacht. Und hier können wir reingehen, okay. Da ist der Computer. Warte mal, bevor wir den Computer machen, gucke ich mir alles an. Hier, mal hier. Ja. Da ist der Schlüssel, den wir brauchen bei ihm, für bei ihm im Haus, ne? Da können wir auch noch was aufmachen. Ne, brauchen wir nicht schlafen. Haben wir alles. So. Los, wir können den Computer bald neu rebooten. Machen wir. Sind da Spiele drauf? Ich glaube nicht. Gut, dann gehen wir zurück zu ihm. Irgendwie machen wir die ganze Arbeit, kann das sein? Wir haben alles gemacht, was du gesagt hast. Fantastisch. Jetzt können wir mit der Operation Landfall beginnen. Trifft mich bei dem Tower und wir senden das Signal. Welchen Tower meint er? Meint er den Tower da hinten, wo wir das Riesenteil besiegt haben? Oder meint er das Ding hier? Er meint das Ding hier, okay. Das sieht mir schon unstabil aus. Du wartest hier unten und ich gehe hoch. Warte, bevor wir das Signal senden, kannst du das Licht ausmachen? Can you turn off the lights? Alright. Bevor wir das Signal senden, müssen wir das Licht ausmachen. Was für ein Licht meint er denn? Ach, da. Und jetzt. Okay. Die Lichter sind aus. Okay. Wir sind bereit, das Signal zu senden. Da ist das erste Mal, dass du sowas machst. Warum benimmst du es nicht? Benutze einfach das Equipment links von mir. Machen wir. Dass der Signaltransmitter blinkt. Senden. Oh? Kranke Scheiße, da kommt ja wirklich ein Raumschiff. Sie sind hier! Ich kann es nicht glauben, sie sind hier! Ich hatte recht mit allen, alles über den Aliens. Okay, wir gehen mal runter. Gucken, was die Aliens von uns wollen hier, was? Aber was passiert hier? Gar nichts. Gehen wir hier rein. Computer irgendwas gucken? Nee. Liegt hier noch ein Comic? Aha. Okay. Gucken, ob wir irgendwas machen können hier. Ich sehe ja nichts, was man machen kann. Oder? Viel kann man jetzt nicht machen. Das UFO ist gelandet. Geht nochmal kurz mit ihm. Komm mal hoch. Ich höre jemanden reden auf der anderen Seite. Okay, soll ich das sagen? Aber Licht können wir auch nicht mehr anmachen. Gut, nee.
haben wir auf jeden Fall schon mal die Aliens gefunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dahin. Tschüss.